Lasst mich bitte nicht in den Himmel ein. Ich litt dort in eurem Paradiese noch mehr Qual als in der Hölle Pein. Ich wähle die Hölle und begehe nur diese. Diese Zeilen hinterließ der erste Kulturminister der DDR seinen Genossen als poetisches Testament. Seine Botschaft: Ich habe mit euch nichts mehr gemein und verschont mich mit verlogenen Nachrufen. Doch im Oktober 1958 inszenierte die SED für den Dichter ein beispielloses Staatsbegräbnis. Es war der letzte große Widerspruch in der Biografie des Johannes R. Becher. Er war einer der großen Autoren des Expressionismus und zwar einer der begabtesten. Becher hatte ja so ein, war ja so eine, also eine Mischung aus Größenwahn und aber auch aus Verzweiflung. Das war ganz schön explosiv, diese Mischung. Und hinter der Maske des Dogmatikers konnte sich diese, der Bock, so wurde er genannt, austoben. Deutschland heilig, Vaterland! Deutschland heilig, Vaterland! Deutschland einig, Vaterland, halt es im November 1989. Eine Zeile, die Becher 1949 für die Nationalhymne der DDR dichtete. 40 Jahre später wird sie zur politischen Forderung. Der Dichter hatte immer davon geträumt, dass Kunst und Politik verschmelzen, dass seine Verse das Ende des sozialistischen Deutschlands einläuteten, passt zu seinem bizarren Lebensweg. Staatschef Walter Ulbricht hatte ihn auf dem Totenbett zum größten Dichter der neuesten Zeit ernannt. Für andere war er ein reimender Agitator, ein Verräter im Geiste, ein Lebemann, Junkie und Hurenbock. Wer war dieser Poet, der verehrt und gehasst wurde wie kaum ein anderer? Es gibt Zeilen, die finde ich so fantastisch, dass ich sie gern in der Einfachheit und in der Klarheit selbst in so einer Form formulieren würde. Und wenn ich diese Zeilen finde in der Lyrik der Welt, wo auch immer, dann ist das so etwas wie ein Geschenk, dass man die eigene Sprache daran schärfen kann. Der Sommer summt, es ist die Zeit zu gehen, bis an das Ende dieser Welt. An Landungsplätzen lungern, wo die großen Schiffe das Meer herauf gefahren kommen. Johannes R. Becher wächst als Sohn eines Staatsanwalts in München auf. Vater Heinrich arbeitet sich mit Fleiß und Anpassung zum Präsidenten des Oberlandesgerichtes hoch. Johannes, der eigentlich Hans Robert heißt, sieht sich von den Erwartungen des Vaters ständig überfordert. Der Vater bricht ihm früh das Genick, das kann man so sagen. Es gibt eine berühmte Fotografie, darauf kann man das genau sehen. Hans Robert Becher ist rechts außen, völlig isoliert. In der Mitte steht die Mutter und dazwischen steht der Vater. Im Profil gezeigt, der strenge Vater, der den Sohn stets anklagt und ihn als einen Angeklagten behandelt. Auf Wunsch des Vaters, der auch vor Prügeln nicht zurückscheut, wird der Sohn Offiziersanwärter. Doch der Junge, der pausenlos Verse schreibt, träumt von einer Dichterkarriere. In seinen Texten rebelliert er gegen die Kälte und Lieblosigkeit im Elternhaus, gegen den verhassten Drill in Schule und Internat. Es ist natürlich ein Aufbegehren gegen den Vater, nur kein direktes, nicht? Also er setzt eine Gegenwelt dagegen. Und das Verhängnisvolle ist, dass die Frau, die Geliebte, aus dem Leben gehen will. Und dass er dann seinen Tod inszeniert als quasi Wiedergeburt als Dichter. Er will als Dichter gefeiert werden, indem man den Tod geht. Bechers Geliebte, die 26-jährige Zigarrenhändlerin Franziska Fuß. Ostern 1910 wollen sie gemeinsam aus dem Leben gehen. Sie stirbt
durch seine Pistolenkugel. Er überlebt den Schuss in die Brust nach einer mehrstündigen Operation. Vater Becher lässt seinen Sohn für unzurechnungsfähig erklären, um so eine Anklage wegen Tötung auf Verlangen zu verhindern. Johannes geht nach Berlin, um Medizin zu studieren. Doch sein dichter Traum ist ihm wichtiger. Vor dem Ersten Weltkrieg fordert der junge Poet die Revolution, um das wilhelminische Spießertum hinfortzuspülen. Er wird zum Jungstar der Expressionisten, zu einem Ästheten der Gewalt. Das vielleicht wichtigste Gedicht, Beengung, wo er sagt, wir leben in einem beengten Raum, nicht? Und wir wünschten herbei einen großen Weltkrieg. So heißt es in einem dieser Verse. Und das erscheint im Sommer 1914, das heißt vor Ausbruch des Weltkrieges. Und das ist genau die Stimmung seiner Generation, dieser Jugend, die mit 40 Jahren Kaiserfrieden nichts anfangen kann und sagt, lieber möge dieser Staat zugrunde gehen, dieses Europa explodieren, als dass es so weitergeht. 1914 gelingt Johannes R. Becher mit Verfall und Triumph ein erster Erfolg. In der Berliner Künstlerszene treffen sich die jungen Wilden, die Futuristen und Expressionisten. Morphium und Kokain stehen hoch im Kurs. Der junge Autor ist wegen seiner Drogensucht in ständiger Geldnot. Becher nächtigt oft unter Brücken und schnorrt sich durch. In Weimar lernt Becher Harry Graf Kessler kennen. Der einflussreiche Kunstmäzen sieht in ihm das größte Talent seit Rilke und unterstützt den Dichter finanziell. Der Leipziger Inselverlag schließt einen Fördervertrag mit Becher ab. Im Kaffeebaum am Literatentisch trifft Becher auf Größen wie Erich Kästner, Franz Werfel und Kurt Wolf. Das Grauen des industriellen Massenmordes im Weltkrieg macht Becher zum Kriegsgegner. 1918 erschießt sich sein jüngerer Bruder Ernst mit 19 Jahren. Johannes reagiert mit Selbstmordversuchen. Die Drogen setzen dem 27-Jährigen schwer zu. Eine Entziehungskur in einer Fachklinik in Jena ist die letzte Hoffnung, der Sucht zu entkommen. Bis zu 40 Spritzen einer 0,2-prozentigen Morphiumlösung, die er sich täglich injiziert, laut Krankenakte. Also man kann sich kaum noch vorstellen, dass er einen Arm und Bein frei hat. Er hat sich die Spritzen gegeben wie ein Tier. Er hat sich gehackt in die eigenen Arme und Beine, als wolle er sich selber bestrafen und umbringen. Während Becher um sein Leben kämpft, erschüttert die russische Revolution Europa. 1918 wehen auch in Deutschland rote Fahnen. Ein Jahr später tritt Becher der Kommunistischen Partei bei. Doch ihn interessieren nur Barrikaden aus Tinte und Buchstaben. Revolutionär ist er nur auf dem Papier. Nee, er war eigentlich nicht Kommunist. Er war ein haltloser Haltsuchender. Er war kein Marxist. Sondern er hat gesehen, dass es da eine Struktur gibt, eine festgefügte Ordnung, und das hat ihn fasziniert. Es war eigentlich egal, welcher Inhalt da drin war, es ging um Struktur. Der Flirt mit dem Kommunismus ist kurz. Vergebens sucht Becher im christlichen Glauben Halt. Bei Freunden im Schwäbischen probiert er alternative Lebensweisen aus. Die Heirat mit einer Medizinstudentin aus Jena hält ihn nicht von Rückfällen in die Sucht und sexuellen Eskapaden ab. ...1923 tritt Becher erneut in die KPD ein. Er notiert, ich muss jetzt funktionieren und habe endlich festen Boden. Für den kühnen Expressionisten ist jetzt Propagandakunst angesagt. Becher schreibt für die Rote Fahne, das Parteiblatt der KPD. Der Lyriker wird zum Agitator.
er verwirklicht seinen Dichtertraum, indem er sich vergewaltigt, indem er jetzt funktioniert. Ein Freund sagte, wir müssen Barbaren wieder werden, was ja auch heißt, ganz einfach, ganz primitiv, ganz ursprünglich, und müssen also alle Kunst weglassen. Die KPD kann den bürgerlichen Poeten mit der geschliffenen Sprache gut gebrauchen. In seinem Buch Les Visites warnt Becher vor einem Giftgaskrieg der Kapitalisten und ruft zum Bürgerkrieg auf. Das Leipziger Reichsgericht, Rechtshüterin der Weimarer Republik, wirft dem Dichter 1927 Hochverrat vor. Landesweit wird gegen das Verfahren demonstriert. Prominente Literaten wie Maxim Gorki und Thomas Mann solidarisieren sich mit Becher. Johannes R. Becher rückt in das Zentralkomitee der KPD auf. 1927 ernennt ihn die Kommunistische Internationale in Moskau zum Sekretär für revolutionäre Literatur. Ein Jahr später heiratet Becher die Genossin Lotte Rotter. Und im Oktober kommt Sohn Hans Thomas zur Welt. Wirtschaftlich ist der Poet völlig von der Partei abhängig. Die Partei wollte ja damals noch die bürgerlichen Kräfte, Liberale, Linksliberale, einbinden, also zu sich ziehen. Und da brauchten sie solche Leute wie Becher, der einen bestimmten Ruf hatte als Jungstar des Expressionismus, als bürgerlicher Herkunft, als gebildet, er konnte auch Sprachen und so weiter. Und da hat ihn die Partei benutzt. Und er hat sich benutzen lassen. Im Kampf gegen den Nationalsozialismus macht der Dichter jeden Schwenk seiner Partei mit und sei er noch so abenteuerlich. In der Parteipresse beschimpft er die Genossen der SPD als Sozialfaschisten. Als Stalin 1930 einen Schauprozess gegen vermeintliche Konterrevolutionäre inszeniert, reagiert Becher in poetischer Form. Da steht: Wenn man die hier an die Wand stellt, ist es, um einen Dreck abzutun, eine schmierige Sache. Also ich bitte Sie, das ist doch sozusagen das Ahumane in Reinstform. Nach Hitlers Machtübernahme flieht Becher in die Sowjetunion. Jetzt revidiert der Dichter seine Haltung, der einst heftig gegen die Einheit aller Antifaschisten polemisierte. Also er sagt das ganz klar und deutlich, wir sind selbst dran schuld, dass wir hier von dem Volk, das wir führen wollen, vertrieben werden. Wir haben was falsch gemacht. Wir müssen es anders machen. Wir müssen raus aus unserer Selbsteinigelung. Wir brauchen ein ganz breites Bündnis mit den Sozialdemokraten, mit allen, natürlich im Literarischen, mit allen bürgerlichen Intellektuellen. 1936 gerät Becher in Moskau in den Strudel des großen Terrors. Zwei Jahre zuvor hatte er, ohne die Partei zu fragen, seine Geliebte Lilli Korpus nach Moskau geholt. Die Chefredakteurin der Internationalen Arbeiterzeitung gehörte zu den Linksradikalen in der KPD, die jetzt höchst verdächtig sind. Ich würde vielleicht gern zwei Zitate einmal vorlesen, die ich für ganz wichtig halte, auch um die Beziehung zwischen den beiden vielleicht gut zu verstehen. Becher schreibt in einem Gedicht: Du hast das Rätsel, das ich war, erraten. Und in einem weiteren Gedicht: Ich liebe dich, weil du mich hart bewachst. Ich liebe dich, weil du mich besser machst. Bis heute ist unklar, wer Becher und seine Geliebte vor dem Gulag oder Erschießungskommando bewahrt hat. Dass er wie viele andere Genossen denunzierte, um selbst davon zu kommen, ist nicht bekannt. Stattdessen setzte er sich für Beschuldigte ein. Das hat damals fast niemand gewagt. Stalins Pakt mit Hitler im August 1939 entsetzt die Antifaschisten. 1200 deutsche Emigranten, die in der Sowjetunion Zuflucht gesucht hatten, werden den Nazis ans Messer geliefert. Johannes R. Becher feiert Stalin für diesen Teufelsbund. Da schreibt Becher an Stalin:
Du schützt mit einer starken Hand den Garten der Sowjetunion und jedes Unkraut reißt du aus. Du, Mutter Russlands, größter Sohn, nimm diesen Strauß mit Ackelei zum Zeichen für das Friedensband, das fest sich spannt zur Reichskanzlei. Im Herbst 1941 stehen deutsche Truppen vor Moskau. Becher wird nach Taschkent evakuiert. In 14 Tagen entsteht hier sein Drama Die Winterschlacht, das danach fragt, warum jemand Hitlers Soldat wird. Am liebsten wäre ich Gärtner geworden. Ich verstehe jede Blume. Oft verstehe ich die Menschen nicht. Die Leute wollen und wollen sich nicht an den Krieg gewöhnen. Betrachten ihn nach wie vor als einen bösartigen Sonderfall, während der Krieg doch das Leben ist. Fragen und Fragen und diese ewige Fragerei hört nicht auf. Wieso, weshalb, warum dies alles, wofür, wozu, statt sich zu bescheiden, statt zu vertrauen. Als die Schlacht um Stalingrad tobt, schneidet sich Becher die Pulsadern auf. Lilly findet den Verblutenden auf dem Bett im Moskauer Immigrantenhotel Lux. Die Angst vor den Nazis und vor Stalins Terror lassen ihn verzweifeln. Es ist nahe vor der Entscheidungsschlacht von Stalingrad. Und egal wer siegt, ob jetzt die Deutschen über die Russen, bei denen er Asyl gefunden hat, oder die Russen über die Deutschen, denen sein Herz gehört, deren Sänger er sein will, egal wer gewinnt, er verliert immer. Das zerreißt ihn. Becher muss vor der Partei seine Schwäche bereuen und Treue geloben. Sein Gedichtband Der Glückssucher, der auch in London erscheint, wird von Kollegen. 1940 bedankt sich Boris Pasternak bei Becher für den Band Wiedergeburt. Auch Joachim Walter findet im Werk des Vielschreibers poetische Perlen. Ein Blick, der von der Seite nur flüchtig mich gestreift. Ein Wort, das in der Weite der Zeit man erst begreift. Ein Händedruck, kaum spürbar und beinahe wie versteckt. Das blieb unverlierbar, von keiner Zeit verdeckt. Also ein ganz leises Gedicht, ohne jede politische Dimension. Rein, möchte man fast sagen, reine Dichtung und schlicht, einfach, schön. Die Nächte aufzubleiben und bei Brot und Wein, mit dem der grad am Tische sitzt, zu sprechen und namenlos zu sein. Und namenlos zu sein. Also steckt eine Sehnsucht drin, die mit uns Menschen zu tun hat. Und die ist sehr einfach formuliert, ohne jede Ideologie, mit einem sehr schönen Rhythmus und mit einem sehr schönen Klang der Vokale. Das Interessante war für mich, dass er neben all diesen Stalin-Lobhymnen und Auftragsgedichten und dieser, sage ich mal, Propagandakultur im gewissen Sinne, einen unglaublichen kindlichen Ton zwischendrin hat, der mich sehr fasziniert. Während der Moskauer Jahre lässt der Dichter niemanden an sich heran. Doch manchem Gedicht vertraut er seine Seelenpein an. Verse, die von tiefen Zweifeln an Partei und Ideologie zeugen, hält er jedoch zeitlebens zurück. Er war auch ein Meister der Selbstzensur und der Selbstverleugnung, der Unterwerfung. Das sind ja alles Unterwerfungsgesten, ne? Und das macht ihn tragisch, also absolut. Im Exil wärmt der Dichter seine Deutschlandliebe poetisch auf. Heimatgedichte helfen, die gewalttätige Atmosphäre in Stalins Reich zu vergessen. Auch das Heimweh, das ihn quält. Heimat, meine Trauer, Land im Dämmerschein, Himmel, du mein Blauer, Im Juni 1945 kommt Becher nach Berlin zurück.
Noch in Moskau hatte er den Auftrag der KPD erhalten, Pläne für die geistige Erneuerung Deutschlands zu entwickeln. Der Dichter gründet mit anderen Intellektuellen den Kulturbund, auch in den Westzonen. Künstler und Kulturfreunde sollen den braunen Spuk vertreiben und für ein geeintes, sozialistisches Deutschland werben. Es ging ihm darum, dass vor allem das deutsche Erbe, literarische Erbe, weiterzutragen und auch Künstler und Literaten zu fördern, die eben auch diese Ansichten hatten. Also er war gegen die völlige Sowjetisierung der Kunst und Literatur. Becher kritisiert die erzwungene Vereinigung von KPD und SPD. Der einflussreiche Chef des Kulturbundes versucht, den Einfluss der neuen Einheitspartei in Verlagen und Redaktionen zu bremsen. 1947 wird der Kulturbund in den Westzonen verboten. Für die Westalliierten bleibt er das Sprachrohr der Kommunisten. Der Kalte Krieg hat begonnen. Becher wird als Parteilakai und Kremlknecht beschimpft. Doch unverdrossen setzt sich der Dichter bei Tagungen und Schriftstellerkongressen für den Sozialismus und die Einheit der Deutschen ein. Dass wir Deutsche jeder Art von Spekulation auf die Uneinigkeit der großen Nationen entsagen und eine selbstständige deutsche Haltung anstreben, die in einer nationalen Einheit Deutschlands ihren Ausdruck findet. Den Aufenthalt in Weimar bezeichnete Thomas Mann als den Höhepunkt seiner Europareise. Sein Besuch in Deutschland gelte keiner Zone, sondern dem gesamten Vaterland. Johannes R. Becher hatte sich intensiv um den Literaturnobelpreisträger bemüht. In der Stadt Goethes und Schillers soll Thomas Mann für das gemeinsame Kulturerbe werben. Noch ist die deutsche Einheit das offizielle Ziel der SED. 1949 schafft die Gründung der beiden deutschen Staaten neue Realitäten. Parteichef Walter Ulbricht proklamiert den neuen stalinistischen Kurs der Einheitspartei. Johannes Herr Becher schwenkt, wenn auch widerwillig, auf die Linie ein und schwört den Kulturbund auf den Kampf gegen alles Oppositionelle ein. Wenn der Feind sich nicht ergibt, muss er vernichtet werden, lautet die Parole. Wieder fügt er sich bedingungslos der Parteidisziplin. Er war schon der Partei sehr verpflichtet und er hatte dieses, was man dann später so die Nibelung immer gesagt hat, diese Nibelungentreue zur Partei. In Ost-Berlin lebt Johannes R. Becher im Pankower Funktionärsviertel. Zu seinen Nachbarn gehören die Ulbrichts, die Familien Pieck und Grote wohl. Für den Dichter, der öffentlich gern das Leben im sozialistischen Kollektiv anpreist, ist das Leben in bürgerlicher Idylle kein Widerspruch. Auch wir, Mitarbeiter des Becher-Archivs, hatten so einen Sonderausweis und den mussten wir mal hochhalten, wenn wir da durchgingen. Da waren verschiedene Eingänge und da konnte man dann reingehen. Das waren dann Leute vom Wachregiment, also dieser Staatssicherheitseinrichtung, die dort uns kontrollierten. Wann immer es geht, flieht Johannes R. Becher nach Bazzaro. Hier hat er sich eine Datsche zugelegt. Er lernt segeln und lässt sich ein Boot bauen. Wie anderen Bonzen auch, steht dem Kulturfunktionär ein eigenes Jagdrevier zur Verfügung. Doch seine wahre Leidenschaft gilt anderen Abenteuern. Er konnte nach West-Berlin fahren, sich dort Strichjungen nehmen und Huren kaufen. Und er hat auch mehrere Frauen belästigt aus seinem näheren Umfeld, Sekretärin etc., also begrapscht und also übergriffig gewesen. Das wären alles sozusagen für einen kleineren Funktionär wäre das Ende gewesen. 1953 erhält der Kulturbundchef, der mittlerweile auch die Akademie der Künste führt, den Auftrag, die Biografie Walter Ulbrichts zu schreiben.
Lieber Johannes Erbecher, könnten Sie uns nicht ein bisschen über die Jugend von Walter Ulbricht erzählen? Wenn Walter Ulbricht sich an seine Kindheit erinnert, so spricht er von einer guten Kinderstube. Als Becher die Druckfassung der Biografie erhält, weint er vor Scham über seine hölzernen Elogen. Der Aufstand der Arbeiter im Juni 1953 schockiert die Staatspartei. Becher nutzt die Verunsicherung und fordert ein Kulturministerium. Er will für die Künste, die bisher unter direkter Kontrolle der SED standen, mehr Freiheiten. Im Januar 1954 wird der Poet zum Minister ernannt. Für den Parteisoldaten wird es immer schwieriger, Kurs zu halten. Im März 1953 hatte er noch den Stalinpreis in Moskau erhalten. 3 Jahre später enthüllt Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow die Verbrechen des Diktators. Zum Tode des Despoten hatte Becher noch eine Lobeshymne verfasst. Geschickt stellt er sich jetzt auf das Tauwetter ein. Johannes Erbecher hält Reformern um den Verlagsleiter Walter Janka und den Philosophen Rolf Harich, die einen neuen, menschlichen Sozialismus wollen, den Rücken frei. . 1956 versuchen die Ungarn, das kommunistische Regime abzuschütteln. Der Aufstand wird durch russische Panzer niedergeschlagen. Damit wird auch in der DDR der Traum von Reformen erstickt. Die SED lässt einen Schauprozess gegen Harich und Janka führen. Privat interveniert Becher bei Staatschef Ulbricht, doch der lässt ihn abblitzen. Mehr Solidarität mit den Freunden wagt der Kulturminister nicht. Da kommt wieder die Angst. Denn da wurde die Partei wieder brutal. Nicht? Aus Angst vor der Konterrevolution. Das war ja ständig sozusagen in der DDR präsent. Das kenne ich ja auch als Lebensgefühl. Den Parteislogan, wir können auch anders. Nach einer Operation und dem physischen Zusammenbruch tritt der Kulturminister im Herbst 1957 zurück. In seinem Buch Das poetische Prinzip spricht Becher vom Sozialismus als Grundirrtum seines Lebens und von der Mitschuld an Exzessen, die im Namen des Systems verübt wurden. Seine Abrechnung und späte Reue wird erst 1988 öffentlich. Doch noch kurz vor seinem Tod unterwirft er sich wieder und ruft die Partei auf, ihre Macht auch mit Gewalt zu verteidigen. Am 11. Oktober 1958 stirbt der Dichter nach einer Krebsoperation. Für die Nachwelt bleibt er der Staatsdichter der DDR. Johannes Erbecher war ein zerrissener Mensch in einem zerrissenen Land, der nach Liebe suchte und Halt und Anerkennung in der Partei fand, seiner Ersatzfamilie, für die er zu jeder Selbstverleugnung bereit war. Man darf ihn auch gar nicht vergessen, denn gerade sein Schicksal ist auch so ein typisches für Deutschland und für einen Weg der deutschen Nation, sage ich jetzt etwas mal hochgegriffen und großartig. Das spiegelt sich ja auch in ihm. Man muss versuchen zu lernen, andere Biografien und andere Lebensläufe in ihrer Widersprüchlichkeit zu akzeptieren. Das fällt uns sehr schwer. Aber wenn wir das nicht lernen, sind wir nicht in der Lage, unsere politische Kultur, in der wir jetzt leben, sozusagen weiterzuentwickeln. Wenn alles dir, alles zerfällt und hält im Fall nicht in und dir zerfällt und schwindet jeder